So, Freunde. Ja, also, ich habe früher das so gemacht, dass ich zum Beispiel entweder frisch Videos aufgenommen habe oder also jeweils am Tag frisch Videos aufgenommen habe. Ne, für euch. Also Videos, die noch keiner gesehen hat, auch nicht auf Stream, auf Twitch. Und dann an anderen Tagen habe ich Sachen hochgeladen, die ich aus dem Twitch-Stream so gesehen für euch aufgenommen habe. Jetzt ist das so, dass ich seit ein paar Tagen euch frische Sachen aufnehme. Das hier ist zum Beispiel ein Video, das noch keiner gesehen hat. Ne, wir werden jetzt 3 oder 4 Runden 10er Medium spielen, Badchat. 25 Tonner CS63er und so weiter und so fort. Und dann irgendwann im Laufe des Nachmittags oder abends werde ich noch mal 1 oder 2 Videos aus dem Twitch-Stream, was ich live aufgezeichnet habe während eines Streams, wo sich vielleicht was ergeben hat. Meistens ist das so, dass Wargaming irgendwann nach ein paar Runden anfängt, nur noch unfair Matchmaking mir gegenüber zu machen. Das heißt, in fast jeder Runde ist ein Chieftain im Gegnerteam. So, das ist ja dieser Panzer, den man nicht durchschlagen kann, ne? Hat Wargaming wieder so ein Ding rausgehauen da hier. Dieser komische Heavy Autoloader oder whatever das ist, den kriegst du ja auch kaum penetriert, ne? Ne, also das heißt, ja, herzlichen Glückwunsch. Man kennt das. Ja, der Spot ist einfach nicht da, ne? Da oben ist irgendein Scout, aber niemand spottet das Ding. Der sitzt oben in diesem Busch drin. Der sitzt da oben in diesem Busch. Ja, was soll ich euch sagen, ne? Guck mal, wo ich bin und ich gehe trotzdem auf, wenn ich irgendwie aus der Distanz irgendwo hinschieße, ne? Ja, unser Scout ist komplett nutzlos. Der Scout von denen ist da oben in diesem Busch oder war zumindest da. Es sind auch schon wieder so viele TDs, ne? Guck dir das mal an, Alter. Auf einer Schlachtergassen-Map sind so viele TDs, du traust dich noch nicht mal eine Sekunde hier rauszufahren oder so, ne? Weil du genau weißt, dass du dann sofort zusammengeschossen wirst. Haben wir wenigstens den Super Heavy rausgenommen. Ja, chinesische Mauer macht halt keinen Spaß, ne? Du hast nur Schlachtergassen auf dieser Map. Wenn du eine butterweiche Badchat fährst und kannst noch nicht mal flankieren, weil du die ganze Zeit in irgendeiner Gasse reingepresst wirst.
Ja, zweimal hintereinander am Scout gebounced. Ja, ihr wart live dabei, allerbeste, wo gibt, Junge. Wargaming balanced halt mal wieder den Akku, ne? Man kennt das. Zweimal einen Scout getroffen, zweimal null Damage. Ja, falls ihr euch mal fragt, ne, wie das so ist mit zweiter, dritter Gunmark oder whatever, ne, ihr seht ja, was los ist. Ja, alle Treffer, die Akku landet, sind irgendwie kritische Treffer, Juckreiztreffer, fast getroffene Treffer, epische Treffer, aber null Damage halt immer, ne? So, das ist die Wargaming-Taktik, den Akku zu balancen. Gestern im Stream auch zwei, dreimal hintereinander an irgendeinen Scout gebounced. Komm, gib Ruhe mit deinem SDRV. Und geh mir nicht auf den Senkel. Ja, geil. Ja, krieg ich hier irgendwann mal Support von irgendjemandem? Du, Kollege, hast auch gar keinen Bock, ne? Ja, der sitzt mit seinem 121er da hinten in der Ecke und guckt mir beim Sterben zu. The Legendary. Einfach Legendary, Alter. Hockt da hinten und guckt zu, wie seine Kameraden sterben. Einfach Legendary, Alter. Da kann ich aber auch nicht meckern, Alter. Einfach the legendary. Chinesische Mauer, eine Map. Absolut unspielbar, weil nur Schlachtergassen, keine Möglichkeit mit Tarnung zu arbeiten. Guck mal, eigentlich soll das ja ein Taktikspiel sein, ne? Aber was ist das für eine Taktik, wenn du einfach nur Kreuzfeuer und Schlachtergassen hast, wo du einfach, egal wo du hinfährst, sofort wegstirbst. Dass eine Map dir nur zwei, drei Wege vorgibt, die du benutzen kannst und vor allen Dingen auch nur Schlachtergassen, das ist schon... Ja, trotzdem einigermaßen vernünftige Runde hinbekommen mit der Wedget. So muss das. The Legendary. Ja, anscheinend habe ich ein paar Blindshots getroffen, ne, auf den Scout. Ja, doch. Den Scout habe ich paar Mal Blindshot getroffen. Also lag ich richtig, dass er da in diesem Busch drin war. Ja. Zweite. Guck mal hier. Übrigens, also ich werde heute auch ein Video hochladen. In jeder Runde, ne, in fast jeder Runde, habe ich 3, 4, 5, teilweise 6 Leute, die keinen Damage machen. Und zwar wirklich hintereinander, ne? Ich habe gestern, das ist mir die letzten Tage wieder so häufig aufgefallen. Ich habe hier den Siegesverlauf oder den Niederlagenverlauf besser gesagt aufgemacht. In jeder Runde auf Stufe 10 hatte ich 3, 4, 5 Leute, die keinen Damage gemacht haben. Und zwar fast ohne Ausnahme, ne? Also das Balancing Center von Wargaming schlägt so dermaßen zu, Alter. Die wollen auch sicher gehen, dass meine Winrate, dass meine Stats komplett am Arsch gehen, ey. Und das Video seht ihr dann heute vielleicht später. Ich werde das mal zusammenschneiden. Es ist wirklich legendär schlecht, was mir für Leute zugeteilt werden. Das ist furchtbar, wirklich. Das ist
So eine Benachteiligung, Alter, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du musst mal überlegen, ich bin YouTuber und Twitch-Streamer und ich bekomme nur Noob-Teams zugeteilt oder teilweise sogar richtige Bots. Ja, der Chieftain vor ein paar Tagen war das beste Beispiel. Der Typ macht nur Bot-Runden. Ich habe nach hunderten Gefechten mal einen Chieftain in mein Team bekommen und was war mit dem? Der war AFK. Und dann haben wir später geguckt, der ist die ganze Zeit AFK. Das heißt, er geht mit voller Absicht in die Runde, sich AFK in die Ecke zu stellen und dann von seinen eigenen Leuten abfarmen zu lassen. Die drücken da, oder er hat mehrere PCs zu Hause und drückt gleichzeitig seine eigenen Panzer ins Gefecht, um dann sich irgendwas zu riggen, also zu erschleichen, zu ercheaten. Es ist furchtbar, Alter, wirklich. Es ist furchtbar. Es ist wirklich legendär schlecht. Ja, wo komme ich schon wieder mit meinem CS raus? Auf einer Schlachtergassen-Map natürlich. Und wo bounce ich? An der Seite von irgendwelchen Panzern, natürlich. Ohne Ende TDs. Ja, wo bleibt mein Backup? Wo sind die Leute, die von hinten mit reinrotzen? Ja, sind genug Ziele auf. Wieso schießt denn keiner? Was ist denn mit diesem E4 da hinter mir? Warum rotzt er denn hier auf nix? Ey, Bro, Alter, das ist schon wieder legendär, dass hier schon wieder keiner reinrotzt, ne? Das ist legendär. Überall sind Ziele auf, aber keiner schießt. Ist absolut legendär, Alter, die Runde schon wieder. Überall stehen Leute von uns, aber keiner möchte mitspielen. Ja, mehr Ziele kann man gar nicht aufmachen, ne? Aber unser Team ist schon wieder nicht am Start, ne? Ja, eine reine Schlachtergassen-Map ist das hier, ne? Ja, Ziele, die aufgehen, werden halt generell nicht abgeaimt. Guck dir mal meinen Spot-Damage an. Niemand schießt auf offene Ziele, ne? Absolut niemand möchte mitspielen. Ja. Und so verliert man sinnlos seine HP. Wieso ist hier niemand eingeaimt auf diese Büsche? Das sind Standardbüsche hier, diese ganzen Büsche, da sitzen die ganzen Viecher drin. Ja, und guck dir mal den da hinten an. Der sitzt in der hinterletzten. Ach, der ist off. Ach, der ist offline. Ja, siehst du, geht doch, Alter. Sag ich doch, in jeder Runde sind mindestens einer ist immer AFK und der Rest vom Team ist am Schlafen. Ich werde hier komplett im Stich gelassen. Guck dir das mal an, ich sterbe jetzt. Das war's. Ja. Absolut keine Hilfe, egal wo du hinguckst, Alter. Überall waren offene Ziele. Einer von uns ist sowieso komplett. Ja, ich brauche die Kamera nicht. Dankeschön. Ich weiß, warum ich tot bin. Ich bin tot, weil niemand mithilft. Ja, Arti, ne? Und du stehst auch so, dass du auf nichts schießen kannst, ne, Brudi? Und der Full AP Heavy hat auch kein Interesse. Du kannst tausendmal nach Hilfe rufen, das interessiert halt keinen, ne? Was soll ich dir sagen? Komm. Ab nächste Runde. Und
ne, denkt immer dran, ne, die Maps, die man mit seinen Mediums kriegt, also ich zumindest, sind immer die Schlachtergassen-Maps. Keine Map, wo du die Geschwindigkeit ausnutzen kannst, keine Map, wo du mit Tarnung arbeiten kannst. Erste Runde chinesische Mauer und die nächste Runde hat man ja jetzt gerade gesehen. Da hast du auch nur zwei, drei Schlachtergassen. Ja, und schon hast du die Arschkarte, wenn du da irgendwo runter Richtung Wasser fährst. Ja, und dann ist das Ding durch. So, jetzt nehmen wir mal unser Progetto und gucken, wo wir jetzt rauskommen. Bin ich jetzt mal gespannt. Welche Schlachtergassen-Map? Paris, Hill, Paris. Och! Ja, ach ja, stimmt, ohne Arti, ja, das kommt. Kriegst du mal eine offene Map, gibt es keine einzige Arti, weil dann könntest du ja Spot-Damage kassieren, ne? Das darf ja auch nicht sein. So. Progetto spiele ich irgendwie selten, ich weiß nicht. Der TVP hatte die gleiche Idee wie ich. Ja, da oben sind 1000 Ziele auf, ne? Aber juckt ja niemanden, wenn ich spotte, ne? Ich habe da jetzt mehrfach Ziele aufgemacht da oben, ne? Juckt keinen Menschen, Alter. Juckt keinen Menschen. Nix Jukus. Der Hill ist auch leicht unterbesetzt, ne, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, weil wieder die ganzen Helden in der Mitte rumgammeln, anstatt da mal rechts oben vernünftig was abzuaimen oder beziehungsweise dahin zu fahren, um da die Position zu blockieren. Ne. Hat mich jetzt meine ganzen HP gekostet. Ich habe gespottet, aber geschossen hat wieder keiner. Ah, ich habe jetzt überhaupt keine HP mehr, um irgendwie reagieren oder agieren zu können. Der Spot, den ich rechts oben gebracht habe, der wurde natürlich mal wieder nicht genutzt. Legendary. Ja, vom Scout hier dürfen wir auch nicht viel erwarten. Aber gut, es gibt auch keine Artis, ne? Da hätte ich als Scout auch ein bisschen weniger Motivation, ne?
Aber gut, ich habe das Minimum erfüllt. Ich habe einen TVP vernichtet, so gesehen. Oder dafür gesorgt, dass er rauskommt. Schon mal das Minimum. Alles, was jetzt kommt, ist dann Bonus, ne? Na, ich weiß nicht, die drängen den jetzt die ganze Zeit vorwärts zu fahren, aber wenn der wegplatzt, haben wir alle ein Problem und der sollte nicht vorwärts fahren. Ich weiß nicht, warum ein Jagdtiger jetzt da vorwärts fährt. Macht gar keinen Sinn. Der Gegner hat immer noch einen Scout und wenn du jetzt noch ein paar Schritte weiterfährst, bist du weg vom Fenster. Jo, der will unbedingt weg. Guck mal, pass auf, gib, gib. Der ist in wenigen Sekunden tot. Wenn er jetzt noch ein paar Meter weiterfährt, war's das. Und er fährt vorwärts. Er will unbedingt sterben. Ja, und jetzt ist er weg. Ja. Kollege Schlaumeier, ne? Schade Schokolade, Alter. Tja. Ja, der TVP im Gegnerteam und ich, ne, wir hatten ungefähr die gleiche Idee und haben dann jede Menge HP gelassen, ne? Ich habe es gerade noch so überlebt. Aber der TVP ist bei der Aktion draufgegangen. Ja. Ja, mein Team pusht sich hier jetzt tot, ne, oder was? Keine Geduld. Was soll ich euch sagen, ne? Ja, den Hill verlieren wir jetzt auch auf der rechten Seite. Der ist komplett unterbesetzt. Ja. Kollege Udis könnte Richtung Hill fahren, ne? Oder so ein T95er. Ja, ich muss jetzt rüberfahren und da mal ein bisschen snipen, ne? Sonst fällt hier der Hill komplett auseinander. Wir haben wieder sehr unmotivierte Mitspieler, ne? Natürlich bin ich gebounced, ne? Nichts anderes habe ich erwartet, Alter. Ja, helfen möchte auf der rechten Seite natürlich keiner, ne? Ist klar. Der Typ hier ist One-Shot, der ist auch gleich weg. Dann verlieren wir komplett die rechte Flanke. Dann war es das hier schon wieder mit der Runde. Nicht mal mit 10er Mediums hat man noch irgendeine Chance. Nicht mal dann.
Ja, ich habe den Leuten ja schon Sekunde 1 gesagt, was passiert, wenn man den Hill auf der rechten Seite verliert, ne? Aber wollte ja wieder keiner zuhören, ne? Unsere TDs sind überhaupt nicht motiviert, hier was wegzuschießen, ne? Es ist legendary. Tja. Ach, der T100 Light. Wo ist der denn? Ach, der hat seine Position verlassen. Ja, voll süß. Ja, jetzt haben wir da drüben keinen Spot mehr, ne? Rechte Flanke haben wir natürlich verloren, ne? Wie schon vorausgesagt. Ja, zu viele Leute, die hier in der Mitte rumgammeln, wie dieser Kong. Der Kong mit seinem Turm gehört definitiv da auf dieser Position und nicht in die Mitte. Jetzt kannst du nämlich mit der Mitte nichts mehr anfangen, weil wenn der Gegner hier rechts durchfährt, schießen sie euch alle den Arsch weg. Ja, und wer hat's am... Guck mal hier, wir können ja links, guck mal links unten, links im Chat, was ich als erstes geschrieben habe. Guck mal, was ich als erstes geschrieben habe. If you lose the hill, game is over, habe ich geschrieben als allererstes. Das da ist Schlüsselposition. Kannst du nicht einfach leer lassen. Ja, überall Ziele auf, keiner schießt, ne? Ja, mein Spot wird schon wieder nicht genutzt. Was soll ich dir sagen, ne? So wie schon anfangs. Also ich scoute besser als unser Scout. Das steht schon mal fest. Noch ein One-Shot. Wenn der weg ist, haben wir vielleicht eine Chance. Jawohl, nice. Haben wir wieder ein bisschen ausgeglichen. Na komm schon, Leute. Ja, jetzt ist er da verschwunden, ne? Und da ist auch was auf. Ja, ein Unentschieden war, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, Problem ist, ich kann selber nicht schießen, weil ich nur noch 200 paar zerquetschte HP habe, ne? Tja, schade.
Der Grund für die Unentschieden-Geschichte ist, weil wir da zu wenig Panzer auf der rechten Seite auf dem Hill hatten, weil zu viele Leute wieder hier in der Mitte rumgammeln waren und zu viele Basecamper, ne? Da auf dem Hill brauchst du locker 6, 7 Panzer, damit der Hill nicht fällt. Und der Konk hier mit seinem starken Turm hätte da rechts steffen müssen. Weil von der Mitte aus kannst du das Spiel nicht regeln. Du brauchst unbedingt den Hill. Der Hill ist locker zweimal wichtiger als alles andere. Ja, das ist mein Spot. Tja. Ja, also dass ich da am Anfang so viel HP verloren habe, natürlich. Bisschen unglücklich, aber gut, so ist das Leben. Du weißt ja nicht vorher, wer da auftaucht. Aber ich habe ja trotzdem dafür gesorgt, dass der TVP rausfliegt. So, schauen wir doch mal. Ich habe 3150 Spot, 1300 rausgehauen, 4000, ja, 4500 kombinierter Schaden. Bitteschön. Also das, guck mal, das ist kein Zufall, ne? Guck mal hier. Jagdtiger 0, FV 0 und der TD hier auch 0 und der eigentlich auch. Das sind vier Leute mit 0 Damage und die hier haben halt so gut wie gar nichts. So, mehr als der Scout habe ich auch gespottet. Das heißt, unser 10er Scout hat weniger Spot Damage als ich mit meinem Medium. Ne? Also ist jetzt auch nicht. Ja, ist halt ein Anfänger. Aber hier, ne? 1, 2, 3, 4 Leute mit 0 Damage. Das geht schon seit Monaten, seit Jahren. Ne? Also 3. Bis vier Nulli-Dullis sind schon Standard. Das ist schon das Mindeste, womit ich rechnen muss, jede Runde. Ja, das sind schon zweimal mehr Nulli-Dullis als im Gegnerteam, ne? Und vor allen Dingen bei mir sind das richtig schwere TDs. Das macht halt einen Unterschied. So ein AMX-CDC hat so eine kleine Kanone, das ist egal. Ne? Was wichtig ist, sind 9er und 10er TDs, die null Damage machen, ne? Das ist halt ein enormer Verlust. Ja. Ja. Egal, das passt schon. Wir sind jetzt über eine halbe Stunde, das reicht. Ja, was haben wir heute für Gefechte? Drei Gefechte, nur ein Sieg. Ja, Grüße gehen raus, ne? An Wargaming. Die beste Firma der Welt, Junge. Abonniert den Kanal, kommentiert unbedingt, aktiviert die Glocke und schaut mal Social Media vorbei, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich streame ja auch, ne? Und alle anderen Social Media und alles findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns bis dann. Tschüss.